Geht's. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8:28 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir sehen hier auf dem rechten Chart im DAX ein Gap Down von ein paar hundert Punkten. Ja, Schlusskurs 13,1. Heute sehen wir sind bei 12,7. Also der Markt ist weiterhin klar einzunorden in Richtung Süden. Kleinste Erholungen werden aber auch dann wieder durch den Botschaften und in der Ukraine ja, belagert. Und wir sehen das. Das wird uns auch nochmal in den nächsten Tagen, wenn da keine Einigung zu finden ist, bleibt es so volatil. Und deswegen, warum ich das sage, wir starten erst mit dem Live-Trade und auch mit dem ersten Trade ab 9 Uhr etwas, damit wir nicht in der Phase jetzt in so einer ja, Seitwärts-Range bzw. Volatilität, die dann in die Aufschaukelung reinkommt und wir hängen dann da im vierten, fünften Trade zum Markteröffnung. Das haben wir gesagt und da halten wir uns jetzt erstmal dran. Also 8:29 Uhr. Wir gucken mal unsere Charts. Da haben wir zweimal die Vola-Box. Und jetzt na, im TX gab es auch schon Short-Signal. Und dann holen wir mal den John Sen raus. Dann ordnen wir mal hier alles. Freitag Webinar gewesen. Da haben wir den richtigen. Zack. Gut, wir sehen auf Minute eine 80er Box in den Blue Box Chart. 55 am Freitag, 86 am Freitag, 107. Also da sehr große Volatilität. Und nochmal zum Regelwerk, alles was unter 30 ist, eine Box traden wir. Unter 20 mache ich aktuell ein etwas größeres Risiko. Ja, die Big Number, die wir aktuell haben, 12,7, traden wir ab 9 Uhr dreimal. Und ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Die Vola-Box wird erwartet bei 13.087, 400 Punkte oberhalb des aktuellen Kurses. Insofern wird auch hier wir eine Problematik haben bei der Hedge-Auflösung, weil ich glaube, das Gap zu schließen werden wir heute wohl nicht. Es sei denn, es gibt irgendwie eine ja, aktuelle Meldung. Schauen wir mal ganz kurz auf die Daily Charts gemeinsam. Also, das sind die Weekly Charts. Alles am Freitag bzw. Kurz vor Schluss. Audi USD ist im Gewinn gelaufen. British Pfund Neuseeland ist in den Gewinn gelaufen. Das ist auch ein Trade für alle, die mit mir mitgegangen sind, den wir jetzt auch geschlossen haben. Neuseeland, Kanadisch Dollar ist in den Gewinn gelaufen und UK 100 Short Trade auch in den Gewinn gelaufen. Alle, die am Freitagabend dann die Trades angesetzt haben, alle Trades sind in den Gewinn gelaufen. Rudi, guten Morgen, Jochen Henning. Ton ist schon da. Gut, dann gehen wir direkt rein in die großen Chartebenen und wir fangen heute an mit dem DAX. Vorlage, Zickzacklinie. Okay, Daily sind wir klar short. Jetzt gucken wir nochmal um die Zonen und uns einzulegen. Wo befinden wir uns aktuell? Also 50% Retracement. Also 38er ist durchgelaufen. Wir haben ein 50% Retracement bei 12, 272. Das ist hier. Und der Trendwechsel dann hier ist hier unten. 13.310. Da sollte der Markt halten. Das ist dieses Tief hier vom letzten Jahr, vom Oktober. Dort sollte der Markt dann wieder drehen. Ja, momentan sehen wir, wie schnell diese Bewegung ist. Also diese Spanne hier, ihr seht es von hier bis nach oben. Ja, und jetzt innerhalb einer kurzen Zeit, ja, sind wir hier aus dieser Box raus. Diese 14,8 ist durchgelaufen und
Wir sind direkt hier paar Etagen tiefer. Das ist immer beim Short Trade, das ist wie Fahrstuhlfahren. Ja, da geht es relativ zügig runter. Das heißt, auf allen Zeitebenen sind wir short, brauchen wir uns gar nicht anschauen. Und auf den Weekly Chart im DAX sind wir auch klar short. Und da sehen wir hier auch nochmal das Gesamtbild auf den Wochenchart im DAX. Nächster Markt ist hier Gold. Und Gold, der Hafen aktuell, ja, wir sehen, wir liegen bei 1985, 4 Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. So, 4 Minuten noch bis zum Start. Rudolf, guten Morgen. So, 8 Sekunden, 17. Zwei, eins und los. 9 Uhr. Und wir sehen 12,6. 12,6 als nächste Zielmarke. Dann lassen wir ein, zwei Minuten jetzt hier die Eröffnung. Es geht nach oben. Seht ihr? Sehr volatil. Die Kasse hat jetzt aufgemacht. Okay. Dann greifen wir mal, dann starten wir. 12.610, erste Box mit 20er und 12.7 oben die nächste Box, auch eine 20er, 12.7 und 12.6 sind die beiden Boxen, linker Chart, rechter Chart, Vola Box ist ganz oben. Kommt für uns aktuell nicht in Frage. Haben uns jetzt erstmal positioniert. Ja, Spreads heute ein bisschen größer, aber wir sind auch jetzt in, ja, sage ich mal, in einem sehr, sehr speziellen Modus, meine Damen und Herren. Also gucken, dass das gleich angeglichen wird. 9:02 Uhr. Und für alle Gäste, wieso habe ich hier zwei Charts offen? Weil die Märkte sehr, sehr volatil sind und wir haben 12,7 und unten 12,6, wo der Kurs denn. Letztendlich gucken wir mal, wo er reinläuft. Wir haben einen Kurs, ein Gap hier oben. Ja, und 1, 2, 3, 4, 5 Big Numbers haben wir heute. Schauen wir mal. Moin, Rita. Erster Trade. Erster Trade. Und das war der Eröffnungstrade für unser Videotagebuch. Wir machen jetzt hier weiter im Live-Trading-Raum. 12,6 das erste Mal getradet und 12,6 treten wir dreimal. Verabschiede mich denn jetzt bei den YouTubern auch für unser Videotagebuch. Das war der Eröffnungstrade. Uhrzeit 9:05 Uhr. Und wir hören uns und sehen uns morgen wieder, wenn ihr Lust habt. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken. Also habt Erbarmen mit mir, wünsche euch gute Trades, bleibt gesund.